Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Andalusien und heute wird es in den historischen Hintergrundinfos, die wir heute tatsächlich machen, ja, ich habe es letzte Mal ja angekündigt, wird es unter anderem um die Frage gehen, wie denn das Leben in den Grenzregionen mit Andalusien, Kastilien und Aragon aussah. Und da gibt es ein paar spannende Ansichten zu. Und die Frage ist halt auch natürlich, inwiefern spielt da Konfliktverhalten eine Rolle? Wie hat sich die Bevölkerung damit arrangiert? Wie hat man versucht, darauf einzugehen? Gab es da besondere kulturelle Ausprägungen? Das sind nur einige Fragen, die wir hier erörtern könnten. Und wir haben ja im letzten Teil den Engländern, oder den Briten sollte ich besser sagen, fast alle Kolonien abgenommen. Wir machen heute da eigentlich mal, also wir können da heute jetzt natürlich nicht weitermachen, weil wir noch einen Frieden mit den Engländern haben. Wir müssen uns jetzt noch ein bisschen entschulden. Und momentan, ihr seht es ja, durch die Kriegsreparationen kriegen wir ganz gut Geld. Wir finanzieren die Armee momentan halt nicht so. Wir müssen keine Korruption bekämpfen. Missionare sind da, Kolonien sind relativ günstig. Wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal ein Darlehen tilgen, denn unsere Darlehen sind tatsächlich recht teuer. Aber wie ihr sehen könnt, wir machen da gute Fortschritte. So, und du kommst mal zurück. Wir machen nämlich jetzt noch in Mittelamerika die ein oder andere Kolonie für uns klar. Und das Drecks-Reformationszentrum hat mal wieder... Was ist denn für diese Koalition gegen uns? Ja, fantastico. Das Drecksreformationszentrum in Sligo hat mal wieder was konvertiert. Das ist so nervig. Wir können das momentan nur konvertieren, wenn wir halt entsprechende Ideen wählen oder entsprechende Boni bekommen. Also von daher, das dauert alles noch. Ja, relativ eklig momentan. Kommen wir denn vielleicht hier hin und können uns mit Kolumbien anlegen? Da sieht es schon mal besser aus, ne? Dann sollten wir das bei Zeiten tun. Und das ist echt witzig, ne? Also hier fehlt ja nicht viel eigentlich, ne? Also wenn wir... Ja. Wenn wir hier ein bisschen weiter... Wenn wir hier ein bisschen weiter kämen, ne? Naja, okay, gut. Schicken wir mal einen Kolonisten hier hin. Und... Ihr seht, wir haben ein bisschen Federn gelassen hier, ne? Mit der Armee, aber es geht eigentlich noch. Es geht eigentlich noch. Wir kriegen die Rekrutenreserven wieder rein. Aragorn ist aus der Koalition raus, auch nice. Danke dafür... Der hanafische Gelehrte ist ausgelaufen. Also, ne, der Effekt ist ausgelaufen. Nicht unser hanafischer Gelehrte ist ausgelaufen. Und wir haben jetzt irgendwie so eine undichte Stelle gefunden. Die Emire erlangen Einfluss. So, zeig mal hier noch. Wir kriegen einen Händler durch den Schafi. Okay. Auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir ihn. Und wo parken wir den Händler? Natürlich irgendwo, wo wir einen Bonus auf den Karawaneneffekt bekommen können, ne? Wenn wir nämlich hier sagen, Handel weiterleiten, bekommen wir den nächsten Karawaneneffekt, ne? So. Ja, Handel wird noch eine große Rolle bei uns spielen. Warum kann ich den. Also, das, ich kann den nicht den Krieg erklären, weil. Nochmal was genau? Weiß es nicht. Naja, vielleicht wird Andalusisch-Brasilien irgendwann mal da einen Krieg erklären. Warten wir es ab. So, dann Beziehungspflege. Mit den Verbündeten einmal bitte. Das brauchen wir. Und einmal bitte auch mit den eigenen Untertanen. Wir haben ja nämlich eine Kolonialnation und mit denen wollen wir uns natürlich gut verstehen. Das Koren war alles gar nicht. Ich glaube, das geht alles an unsere Kolonialnationen über und da sparen wir uns jetzt einfach mal die Punkte. Ihr seht, wir haben einen Haufen diplomatische Machtpunkte ausgeben müssen, ne, also da ist schon einiges am Start. Friesland wird von Aragorn geplündert, na, fantastico. Gucken wir mal ganz kurz, hier haben wir den Fokus drauf, nationaler Schwerpunkt minus 1 und hier ebenfalls, also von daher alles soweit gut. Flottmoral, ja, wir bleiben dabei hier. Wir könnten Verteidiger des Glaubens werden. Bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Entwicklungskosten lokal minus 10. Meinung von Benin gegenüber Andalusien, okay. Es ist relativ Wumpe. Wir nehmen einfach mal hier den Einfluss hier. So, was ist das da? Das sind die Kariben, ja. Und die Kariben
Die übrigens ja von Christopher Columbus als Menschenfresser bezeichnet wurden. Mach das mal bitte hier. Die können wir uns vielleicht mal angucken. Einer unserer Generäle ist gestorben. Wer war's? Conquistador, normaler General. 2461. Naja, okay, habe ich schon mal bessere gehabt. Bin ich damit einverstanden. Ach so, ja, die führen wahrscheinlich auch noch hier. Ne, die führen momentan hier kein Kommando. Okay. Gut. Unser Schiff ist noch in der Erkundungsmission, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Da ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, bis wir die Weltumsegelung schaffen können. Die Küstenregion, die gucken wir uns gar nicht so genau an. Du Alter, von mir aus gerne. Dann weiß ich wenigstens, wo die alle sind und kann sie irgendwann nochmal platt machen, ne? Ach ja, genau, da gab es noch eine andere Sache, die ich machen wollte. Den Thronfolger loswerden, danke. Immer recht wichtig, immer recht wichtig. Denn wir wollen natürlich einen würdigen Nachfolger von Sultan Yusuf Terminator Stallone Nasrid in dem ersten bekommen, ne? So, Blut wird fließen, alles klar. Aragorn, ah ja, jetzt wird's interessant. So, dann zeig doch mal her. Also hier weg. Lass das Fenster mal einfach da drüben. Hier wechseln die Gebiete momentan recht häufig. Also Aragorn tritt Sasser. Hier, ne? Und Aborea an Provence ab. Von Provence. Ja, okay, alles klar. Du bist jetzt mit Österreich verbündet. Wir haben so viele Ansprüche gegen Aragorn, ne? Auf der anderen Seite haben wir halt auch so viel. Wir haben gar nicht so viel Überdehnung in Europa. Denn, also was wir halt haben wollen, ist natürlich hier, wie sagte Tunis, du bist wieder mit den Ottos verbündet, ne? Wenn da sogar mitmachen. Wie, Moment, ich habe keinen Waffenschildschirm mehr mit dir, ne? Die haben Waffenschildschirm mit den Ottos, wieso das denn? Egal. Ja, für einen Krieg gegen Österreich bräuchte man wahrscheinlich noch ein bisschen... Ach du meine... Das Königreich beider Sizilien. Echt nice. Alter, haben die sich tatsächlich hier das Königreich beider Sizilien in Süditalien gegönnt? Bündnis? Ah, ne, hat die Ottos rivalisiert. Okay. Österreich, I know not. Böhmen, Bündnis? Nicht ganz. Okay, lass mal kurz schauen. Wie sieht's denn eigentlich aus mit möglichen Bündnissen? Timi... Gujarat, wen haben wir denn noch so? Die Schweiz natürlich, das war ja auch mal unser Verbündeter eine Zeit lang. Dänemark, warte mal, weil du bist nämlich auch mit, du bist auch eine Rivale der Briten, du bist eine Rivale von Böhmen, Dänemark. Als ob ich die Dänen mag. Dänemark finden die doch bestimmt auch doof, ne? Geht so, 112. Feind des Feindes, verbesserte Beziehung plus 16, gleiche Religion plus 25, gesamte Meinungsänderung 9. Okay. Okay, und sagen wir mal, ich würde dich angreifen. Die Ottos machen mit und Marokko macht mit. Frankreich macht nicht mit, weil Waffenstillstand mit Aragorn noch. Okay. Und der Waffenstillstand, wann endet der? 97, das ist ein bisschen zu lange, ne? Ja, aber auf der anderen Seite, wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir wieder mehr Truppen haben, ne? Gut, okay. Finden wir auch noch raus.
Zeige mir Gebäude, Produktionssteigerung, okay, 15. Zeige mir Besteuerung, 19, 16, safe. Machen wir das schon mal. Ja, die Ulema verlieren an Einfluss. So ist es. Ja, wir verlieren 80 Dukaten. Ja, Admin machen müssen wir jetzt gerade ein bisschen sparen. Okay, wir nennen ihn Medium Mittelmaß Durchschnitt. Oder wir nennen ihn mäßig der unterdurchschnittliche. So, alles klar. Ja, vielleicht werden wir den auch nochmal entsorgen. Müssen wir mal schauen. Gib mal ein bisschen mehr Gas. Bin ich auch mit einverstanden? Wir machen nur 28 Euro. Die nächste Kohle würde uns aber 10 auf jeden Fall kosten, ne? Und bevor wir da nochmal gegen Aragorn zu Felde ziehen, könnten wir uns ja halt auch noch überlegen, hier was zu machen, ne? Argentinische Nationalisten sollen es werden, sagst du? Okay, also dann Frankreich. Wer ist dein Rivale? Österreich und Moskau. Okay, und Otto, wer ist dein Rivale? Österreich und Moskau. Okay. Dann sagen wir Österreich. Aha, Kolonial Louisianas im alleinigen Besitz von Kastilien. Interessant. Die müssen wir uns irgendwie auch noch vorknöpfen. Das ist halt die Frage, ne? Wollen wir jetzt gegen die indigene Bevölkerung da unten Krieg führen? Geht ja zum Beispiel hier nicht so gut, weil wir hier zum Beispiel Guarani könnten wir ja gar nicht angreifen, ne? Obwohl ich es gerne tun würde, aber es ginge rein rechnerisch überhaupt nicht. So, Andalusisch La Plata kann so bleiben. Brasilien ist ein weiterer Kriegsgegner mit Kastilien und Andra verbündet wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass wir halt erstmal sagen, so, dann kümmern wir uns um Brasilien. Das Problem ist halt, da hauen natürlich wieder alle ab hier in die ganzen Wildnisprovinzen und so. Aber irgendwann müssen wir da natürlich durch, ne? Wir haben da unten 17 Regimenter. Nehmen wir die drei hier noch mit. Und dann kommt die Flotte mal hier runter. So, was können wir denn noch so entdecken? Ja, mach mal hier. Supi. So. Santa Fe und bla bla bla. Dann schicken wir die doch nach Rio de Plata. Finanzieren wir einmal die Armee.
könnten die Chance übrigens noch ein bisschen zum Twerken nutzen, ne? Weil wir jetzt wieder ganz gut Kohle machen. Komme ich ja leider nicht hin, ne? Kommen wir hier noch irgendwo hin? Hier drüben ist alles voll. Da komme ich auch nicht hin. Da ist natürlich Brasilien. Ah, jetzt kann ich auch sehen, ob ich da wirklich hinkomme. Mein Kolonist war noch nicht da, ne? Da komme ich hin. Warum komme ich ausgerechnet da nicht hin? Von Kastilien. Schick mir einen hier hin. Schnell hier an Land. Genau, nimm den mal mit. Gib uns einen Monatstick. Ab dahin. Und einmal hochtacken, bitte, danke. Supi. Dann, machst du mal Folgendes. Wir brauchen vielleicht nur 2 Kanonen. Das ist doch super. So, dann gehst du mal hier ein bisschen kundschaften. Ich glaube, wir werden Verteidiger des sunnitischen Glaubens, oder? Naja, wobei, dann werden wir in ganz schön viel Quatsch reingerufen werden, ne? Lass mal noch. Ich glaube, wir holen uns noch einen weiteren Entdecker. Um hier noch mehr rumsuchen zu können, ne? Warte mal, wenn wir uns noch einen Konquistador würfeln. Ufts. Der ist nicht wirklich gut, ne? Ja, mach trotzdem mal. Du willst dich gerade echt veräppeln, ne? Die laufen einfach alle dann in die gleiche Richtung, okay. Nee. Naja, wobei, kannst du immer loslaufen. Vielleicht müsst ihr doch wieder kommen. Jetzt hast du den anderen Typen da genommen. Lauf hin. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich das obere klicken und habe jetzt irgendwas... Was habe ich denn jetzt geklickt? Okay. Ich weiß es nicht, was ich da gemacht habe.
Okay. Hier hin, bitte. Wir haben neue Kurs erhalten. Wir machen Beziehungen verbessern. So. Neue Kolonialnation. Neu-Andalusien. Wo bist denn du? Nee, würde ich nicht sagen. Neu-Andalusien. Wenn ich die einfach United States of Andalusia nenne. Dann passt das doch, oder? Andalusisch La Plata, bin ich mit einverstanden, ja. So. Okay. Vielen Dank dafür, dass du fast auf dieser Überquerung gestorben bist. Mach ihn mal bitte hier rein in die Armee. Ich weiß, der kann jetzt gerade nicht drillen, ist aber in Ordnung. Naja, was ist jetzt wieder passiert? Wir verlieren 10 Marinetraditionen. Danke for no reasons. Welches Gebiet ist das? Leon erhält minus 5. Okay, ja. Wo habe ich Staatserlasse drin? Beira. Und in Aveiro missionieren wir momentan. Cool. Ja, passt ja dann noch, ne? Ah ja, wir haben 2 neue Händler. Hehehehe. Okay. Handel übertragen, der Deo. Ja, die gehören ja nicht zu uns. Hier machen wir das ja jetzt schon, ne? Und ja, na, da ist einfach nicht so viel zu holen momentan in Patagonien, ne? Gut, dann machen wir hier Handel übertragen. So. Staatsehe mit den Ottos endete. Do not like this news. Bring me some other news. Bei 97 Punkten, das ist okay. Dann kommen wir jetzt zurück. Warum muss ich das Ding hier koren? Weiß nicht, dann mach's halt, ne? Frankreich, keine gute Idee. Boah, hat er mir echt schon mal die 12 Machtpunkte hier abgerippt. Miesen. Ah, ja, die Orkneys und die Shetlandinseln. Ne, warte, die kuren wir noch nicht. Das macht so gut wie fast keine Überdehnung aus, ne? Auf der anderen Seite, warte mal, wie viel... Wann wollte ich die... Ah, ich muss die erst noch missionieren, ne? Ja, mach das hier noch fertig.
Wo will der hin? Cape 4. Okay, ja, nee, ich nehme auf jeden Fall, ich glaube, ich nehme echt die religiösen Ideen. Also ich bin da dann jetzt relativ, was das angeht, bin ich jetzt, glaube ich, relativ schmerzbefreit. Oh, er muss mich wohl veräppeln. Ah, wartet mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Ne? Wir haben doch Weltwunder, ne? Wartet mal kurz. Was bringst denn du uns nochmal? Einnahmen, Vasallen, Diplorep, Freiheitsstreben. Ja, wir müssen auf jeden Fall. Und Admin-Effizienz. Wir müssen auf jeden Fall damit spielen. Beginnen mit der Verlegung der Alhambra. Sorry, not. Verbesserung der Alhambra für 2500. Ja, das ist halt auch teuer, ne? Haben wir hier noch irgendwelche Wunder? Gibt es das nicht als Karte noch irgendwo? Als Kartenmodus? Kriegen wir nicht irgendwie so ein Bonus durch, so ein Bonus durch Heilige Inquisition plus 5 Missionarsstärke oder so? Nee, ne? Da müssen wir dann schon irgendwie Mekka oder Rom oder so einnehmen. Oder Medina ist es, glaube ich, ne? Entweder Mekka, Medina oder Rom. Eins von denen brauchen wir ja. Nee, okay, dann lass das mal. Zeig mal ganz kurz. Metropoliten, wo gibt's die Weltwunder? Es heißt Großprojekte, jetzt weiß ich mehr. Der Londoner Tower. Aha. Der Petersdom. Kami. Aha, hier, Cusco ist eins, ne? Und Chichen Itza ist auch eins, nice. Ich habe mir das noch nie so genau zu Gemüte geführt. Finde ich aber schon mal sehr aufschlussreich hier. Ah ja, hier die Kaaba, ne? Guck mal, die Mamas haben das Ding. Kriegspunkt kosten andere Religion minus 10. Religiöse eine plus 20 Prestige. In Mekka. Religionszentrum, ne? Eroberung von Mekka. Missionare plus 1. So, und dann... Medina? Nee. Du gibst ja aber, wenn ich das richtig sehe, nur den Missionar dazu, nicht die Missionarsstärke, ne? Gucken das hier uns nochmal ganz kurz an. Diplomatische Beziehungen, ne? Al-Quds gibt auch nochmal einen Missionar. Alter, wir müssen die Mamelucken sowas von ausschalten. Wir brauchen einfach nur die ganzen Weltwunder hier, das reicht ja dann auch, ne? Wir sind mit Marokko verbündet. Na gut, die Allianz mit Marokko, die könnten wir auflösen, denke ich. Guck mal, die Autos würden mitmachen, ne? Autos haben 61.000, bei 4.000 Mann Rekrutenreserve, bleh. Okay, gut, die Mamas haben nur 6.000, ne?
Gib mir mal ein Spionage-Netzwerk auf die Mamas. Wir holen uns jetzt die die Weltwunder. Und wenn uns die Autos doof finden, aber dann ist das so. Da werden wir mit klarkommen, auf die Dauer. So, dann machen wir noch einmal schnell bitte die, diese Rebellen da oben auf den Orknis platt. Hier hin bitte. Nämlich die Kohle und die Handelseffizienz. Brauche ich noch Diplomacht? Moment, zeig mal kurz. Ja, für die Entdecker-Ideen. Aber 1200 Dukaten ist auch sehr viel Geld, ne? Nur... Mach die Langzeitinvestition. Ich glaube, ich brauche diese... Oh, du hast sie stehen lassen, ne? Ich hab mich schon wieder verklickt. Das passiert mir so oft hier. Nimm nur die Hälfte mehr, das reicht auch. Ah ja, cool, die Ottos wollen schon mal heiraten. Aufwertungskosten von Handelszentrum minus 20, cool. Na, stimmt, der hat ja noch religiösen Eifer. Bis September, das ist nicht so lange. Minus 3,3. Es ist einfach zu krass, ne? Es ist zu krass. So, wir holen uns die Kohle hier rüber. Und ich würde auch mal sagen, zeigen wir mal ganz kurz bei den Manufakturen. Wetterverbesserung. 75, 72. Ja gut, ich meine, das ist schon recht viel, ne? Kostet 477. Kriege ich noch irgendwo durch reduzierte Baukosten? Das gucke ich mir im nächsten Partner mal an. Ich wollte ja heute historische Hintergrundinfos machen, ne? Und das machen wir jetzt auch noch. Wird der Part halt ein bisschen länger, aber euch stört das ja wahrscheinlich nicht so, ne? Achso, ja, vielleicht warten wir noch gerade den einen Monatstick hier ab. Ja, die heiraten wir auch noch. So, jetzt müssen wir die Ansprüche fingieren können. Kostenlose Richtlinien. Macht mich noch nicht so super an. Moral der Flotte könnte ganz gut sein. Ja, mit den Freibeutern, da gucken wir mal noch. Was denn du jetzt unterwegs? Solange wir hier noch nicht durchkommen, brauchen wir die Weltumsegelung auch noch nicht probieren, ne? Aber hier südchinesisches Meer. Das ist zwar auf der anderen Seite der Welt, aber mach's mal jetzt bitte. Kommen wir da noch ein bisschen weiter. Können vielleicht noch unsere Weltumsegelung abschließen, bevor es die Brasilianer machen. und wir könnten noch mal schauen, ob wir noch eine weitere Kolonie errichten.
Hol mir den mal zurück. Alter, ne? Die machen keine halben Sachen, ne? Die machen sofort X Kolonien. Wahnsinn. Schicken wir da direkt neuen hin. Jetzt muss ich den unbedingt wieder alles abnehmen, ne? Geht ja unklar, ne? Muss ja auch verschuldet sein ohne Ende, um es mal auf den Punkt zu bringen. Okay, gut, also, was wollte ich euch, worüber wollte ich mich mit euch heute unterhalten? Die Frage, wie wir diese Grenzregion in Andalusien aus historischer Perspektive beurteilen können. Ich gebe mal so zwei Deutungsmuster wieder, die sich ein bisschen gegenüberstehen in der historischen Forschung. Natürlich stehen die sich nicht komplett gegenüber, aber sie sind schon etwas exklusiv aufeinander bezogen. Die erste Variante ist, diese Grenzregion war von konsequenten Abwehrkämpfen geprägt. Übergriffen und kriegerischen Auseinandersetzungen als ständige Begleiterscheinung. Das heißt also, die Grenzregion zwischen den zwischen Al-Andalus, ne, und den Regionen Kastilien und Aragon ist in erster Linie eine kriegerische Grenze, eine militärische Grenze. Ja, also eine eher ja, eine eher durch Konflikte geprägte Grenze. Die andere Deutungsweise ist, diese Grenze ist eben gerade keine kriegerische Grenze, in dem Sinne, dass sie notwendigerweise, also sie ist vielleicht eine kriegerische Grenze, in dem Sinne, dass sie vielleicht kriegerische Handlungen konsequent hervorbringt. Sie ist aber insofern keine kriegerische Grenze, weil gerade versucht wird, von der dortigen Bevölkerung den Krieg einzuhegen. Also beziehungsweise es Mittel des Ausgleichs gibt, die geschaffen werden, die versuchen, kriegerische Auseinandersetzungen zu verhindern. Und ich sag mal ganz kurz, warum das so eine spannende Frage ist. Nämlich erstmal die Frage, wie, was ist denn überhaupt eine Grenze? Ja, das ist, glaube ich, das mal so vorweggeschickt. Also damit müssen wir uns auf jeden Fall beschäftigen. Was ist denn genau eine Grenze im historischen Sinne und was macht diese Grenze hier im Besonderen aus? Und dann ist es nämlich insofern interessant, also gehen wir davon aus, dass die Kulturen, die Menschen, die dort leben, ihr Handeln so an die politischen und militärischen Verhältnisse anpassen, dass sie im Sinne eines Zoon Politikon, ja, der Mensch als politisches Lebewesen, versuchen, den gewaltsamen Konflikt einzuhegen? Oder ist es so, dass sie versuchen, diesen gewaltsamen Konflikt dann halt auch eben gewaltsam zu lösen? Das ist auch eine interessante Frage für unser Menschenbild. Also, wovon gehen wir nämlich aus? Wie gehen Menschen damit um? Ja? Gibt es da überhaupt die Möglichkeit, Frieden zu schaffen in so einer Region und so weiter? Das ist natürlich immer wieder auch als Beispiel bemüht worden für andere Konflikte, ne? Also historische Konflikte. Und die Frage ist natürlich, inwiefern kann man inwiefern kann man da halt eben inwiefern kann man diese mittelalterlichen Gesellschaften da als Beispiel heranziehen? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, werdet ihr natürlich auch sofort einwenden. Denn wie kann also eine vormoderne Gesellschaft, wo es keine Möglichkeit der überindividuellen Vernetzung irgendwie gab, ne? Also ich meine jetzt hier so im Sinne von sozialen Netzwerken, ne? Wo es kaum überindividuelle Strukturen gab, ne? Inwiefern kann das da noch ein Modell sein? Aber die Frage, und die wird eigentlich von der Forschung hier auch so ein bisschen eher beleuchtet, ist halt, wie, welches Menschenbild legen wir da zugrunde und können wir hier vielleicht sogar sagen, ja, Moment mal, eigentlich ist der Mensch ja doch eigentlich in Anführungszeichen ein ganz gutes Lebewesen, ja, das eben versucht, den Krieg einzuhegen und zu vermeiden und so weiter und so fort, ne? Okay, gut. Diese zwei Schulen in Anführungszeichen vorhergeschickt. Ein Konzept, das man aufgegriffen hat in dem Zusammenhang, stammt von dem amerikanischen Historiker, beziehungsweise nennen wir ihn mal historischen Kulturwissenschaftler, Frederick Jackson Turner. Der hat ein Buch geschrieben, 1893,
mit dem Titel The Significance of the Frontier in American History. Und in diesem Buch prägt er den Begriff einer Frontier Society. Was Turner macht in dem Buch ist, er guckt sich an, wie verstehen die Gesellschaften sich selbst, die in den Grenzregionen auf dem amerikanischen Kontinent leben, an der Grenze zu der indigenen Bevölkerung, die damals Ureinwohner genannt werden oder ähnliches. Ne? Von dem Begriff ist man ja heute mehr oder weniger abgekommen. Und Turner entwickelt daraus die Vorstellung, dass erstens diese Frontier Societies einen Drang haben, sich auszudehnen, also diese Grenze zu überschreiten. Zweitens, dass es zu einer Vermischung durch den Kontakt mit Gesellschaften außerhalb des eigenen Kulturkreises kommt. Und drittens, dass diese Gesellschaften einen eigenen kulturellen Typ ausbilden in der Folge. Und dieser Typ zu unterscheiden ist von anderen Gesellschaften, nämlich eben zum Beispiel von urbanisierten Gesellschaften oder von eben dem genauen Gegenteil, den in Anführungszeichen ungezähmter Natur lebenden Gesellschaften. Ja, also gewissermaßen ein eigener Kulturtyp, der sich da herauswickelt. Er meinte später, dass dann zum Beispiel auch die Anforderungen, die gerade in dieser Wildwestregion entstanden sind in den USA, dass die eben so eine besondere Ausprägung sein könnten, die die Menschen dahingehend verändert haben, in kultureller Hinsicht und in praktischer Hinsicht, dass sie sich anders auf das Leben in diesen Regionen eingestellt haben, ja, und dadurch eben einen besonderen Kulturtyp hervorgebracht haben. Jetzt erkennt man natürlich erstmal zwei Schwierigkeiten. Erstens, wenn man von kultureller Einheitlichkeit spricht und besonderen Kulturtypen, stellen wir uns immer wieder die Frage, wie messen wir denn sowas überhaupt genau? Das ist beliebig kompliziert, ne? Also die Frage taucht immer wieder auf, wenn es um das Thema Einbürgerungen in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz geht. Was ist österreichische Kultur, was ist Schweizer Kultur, was ist deutsche Kultur? Nehmen wir die diese These von Norbert Fuhrer mit der 40-sprachigen Schweiz als Beispiel, ne? Also es ist beliebig kompliziert, hier von einer kulturellen Homogenität zu reden. Oder beziehen wir das auf Deutschland? Kann sich der, nehmen wir das Beispiel von Volker Pispers aus dem Kabarett, kann man, wenn man 20 Jahre lang als Migrant in Bayern gelebt hat, sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren oder so? Oder man müsse sich vorstellen, man müsse dann nach dieser Zeit nach Hamburg umsiedeln und so weiter. Ne? Also kann man auch hier von einer kulturellen Einheit sprechen. Das ist also schwierig. Das ist das erste Problem mit dieser These von Turner, die das andere Problem ist, und das finde ich auch immer so ein bisschen kritisch, ist, für mich klingt das so ein bisschen, und das darf man dem jetzt aber insofern nicht negativ ankreiden, weil überlegt mal, der hat das 1893 geschrieben, da ist natürlich die historische Forschung einfach eine ganz andere, beziehungsweise auch die kulturelle historische Forschung einfach nur eine ganz andere. Und da ist man methodisch auch noch nicht so unbedingt weit, aber für mich klingt das so ein bisschen nach einem sogenannten, um hier nochmal einen amerikanischen bzw. englischen Ausdruck zu verwenden, Reasoning after the fact. Also das heißt, ich finde einen historischen Zustand vor und versuche den jetzt durch Rückgriff auf Historie zu erklären. Das hat immer den Stolperstein, dass ich schon weiß, was ich nachher als Ergebnis habe und das dann eben entsprechend erkläre, anstatt dass ich mir die Phänomene in historischen Quellen rauspicke und versuche, daraus eine Vorhersage für die Realität zu treffen, ne? Und dann versuche zu messen, inwiefern lässt sich das, was ich in meinen Quellen gefunden habe, in der Realität, wenn ich daraus dann meine These oder Hypothese bilde, inwiefern lässt sich das halt eben so wiederfinden. Und das ist immer der Stolperstein, bei dem viele historische Forscher eben einfach stehen, wo es auch ein bisschen schwierig ist. Und natürlich ist es auch sinnvoll, die historischen Verhältnisse als eine Erklärungsgrundlage für gegenwärtige Verhältnisse zu Rate zu ziehen. Allerdings muss man sich einfach dieser Schwierigkeit gewahr sein, dass man hier Reasoning after the fact betreiben könnte. Dass man also versucht, weil man das Ergebnis kennt, schon weiß, was man erklären will und dann einfach nur nach Punkten suchen muss, die einem in den Kram passen, um das dann zu erklären, so wie man es gerne erklären will. Ja, also das ist auch so ein bisschen die Bestätigung der eigenen Annahme, die man dann häufig betreibt. Gut, ne, also diese Schwierigkeiten vorausgenommen, diese, aber trotzdem hat man diese These von Turner hat man versucht anzuwenden
auf den Bereich von, auf den Grenzbereich der Frontera, also der, der Grenze zwischen den muslimischen Herrschaftsbereichen und den christlichen Herrschaftsbereichen. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen, schwierig, wenn wir uns nämlich jetzt fragen, was ist denn eigentlich die Frontera? Ne? Also, was ist jetzt eigentlich da genau die Grenze und was hat die für eine Funktion? Dann muss man sich das so vorstellen. Erstens, es ist keine reine Trennlinie im Raum als Abschluss zweier politischer Gebilde. Das gibt es nicht. Ja, also diese, das ist unrealistisch. Das können wir uns als abstraktes Modell so vorstellen und das machen wir auch ganz häufig. Wir Menschen sind ja super darin, uns irgendwelche abstrakten Konzepte auszudenken. Und so machen wir das bei der Grenze übrigens auch. Wir denken ja, okay, da ist dann jetzt so eine Linie und dann geht da keiner mehr rüber. Aber das passiert ja nicht in der Realität. Ja, wir wissen ja ganz genau, dass das nicht der Fall ist. Und wir wissen auch ganz genau, dass politische Einflusssphären über die territorialen Grenzen hinausgehen können. Ja, siehe Russland beispielsweise heutzutage. Ne? Oder USA ist ja auch so, ne? Also der Klassiker. Kalter Krieg sowieso, Klassiker. Ne? Okay. Allerdings, was eine solche Grenze bewirkt, ist, es schotten sich trotzdem irgendwie zwei Gruppen voneinander ab, zwei Großgruppen, nennen wir sie mal Großgruppen. Damit haben wir eine Fremdheitsbeziehung einerseits, eine identitätsstiftende Beziehung andererseits. Also Identität für mich und meine Großgruppe, Fremdheitsbeziehung für die andere Großgruppe, die ich ausgrenze, durch diese Grenze eben. Ne? Jetzt wissen wir natürlich auch, diese Grenze ist nicht einheitlich verlaufen. Wir haben ein historisches Ergebnis, nämlich diese Grenze hat sich nachher durch das weitere Vorschieben dieser Grenze durch die christlichen Herrschaftsbereiche stabilisiert, war aber trotzdem in dieser Zeit immer fluide. Also die Grenze rückte mal vor, sie rückte mal zurück und so weiter und so fort. Diese Grenzverläufe, die verändern sich ja immer. Die Herrschaftsbereiche verändern sich auch ständig in dieser Zeit. Dann kann man sich die Frage stellen, haben wir hier eine Zivilisationsgrenze vorliegen? Wie das eben das Beispiel von Turner insinuieren würde. Das heißt also, wir haben einerseits die, in Anführungszeichen jetzt, urbane, zivilisierte, moderne Gesellschaft und andererseits die unzivilisierte, vormoderne Gesellschaft auch in Anführungszeichen wieder. Das ist sicherlich schon mal deutlich widerlegt worden in der damaligen Zeit, also oder für die damalige Zeit. Davon kann man heutzutage wohl nicht mehr ausgehen. Diese Gesellschaften waren beide mitunter hochentwickelt und diese Grenze ist also jetzt nicht so, hier sind wir, die Zivilisierten, da sind die unterentwickelten Barbaren. Das konnte man nicht sagen. Trotzdem war dieser Grenzbereich religiös überformt. Also ne, da sind die bösen Muslime und ne, in Anführungszeichen, also da seien, wir benutzen den Konjunktiv, da seien die bösen Muslime und auf der anderen Seite seien die guten Christen. Und genauso lässt sich das ja auch umkehren. Auf der anderen Seite seien die bösen Christen und auf der anderen Seite seien die guten Muslime. Also, das ist aber nicht gleichzusetzen mit einer kulturellen Grenze. Ne? Ist ja auch gerade diese kulturelle Grenze zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie unscharf ist, weil die religiöse Praktik oder die religiöse Praxis in beiden Bereichen, auf beiden Seiten dieser Grenze, sich miteinander vermischt. Moment mal bitte. Und Durchlässigkeit ist ein ganz wichtiges Thema, nämlich diese Grenze ist ja auch irgendwo ein Transitbereich. Wir wissen zum Beispiel vom Orden von Santiago, dass die ihre Burgen als Zollburgen eingesetzt haben, um Zölle zu erheben, um eben so einen Transithandel zu betreiben und davon eben natürlich dann auch finanziell zu profitieren. Wir wissen aber auch, dass diese Grenze mitunter dann trotzdem auch wieder heiß umkämpft war. Insofern hat diese Grenze einen Wirklichkeitsanspruch, der aber immer wieder durch das Handeln der in diesem Gebiet lebenden Menschen in Frage gestellt wird. Ne? Und das ist schon ein besonderer Aspekt. Und im nächsten Teil reden wir da nochmal kurz drüber. Ich muss jetzt hier so ein bisschen Coitus Interruptus in Anführungszeichen machen, weil hier, ne, also wir können das Gespräch hier jetzt noch nicht vollständig abschließen. Müssen das mit in den nächsten Part nehmen, weil wir gleich bei 50 Minuten sind. Ich freue mich aber, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid und dann reden wir weiter nochmal über die Besonderheiten dieser Grenzregion bei Al-Andalus, machen das nochmal ein bisschen konkreter und gehen auch nochmal auf diese These von Turner ein. Bis dann wünsche ich euch alles Gute. Pax vobiscum, valete.